von so, Freunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wissenswertes aus der Woche. Wir checken einmal alles ab, was war und äh, was wir bekommen haben, was jetzt hier aktuell äh, am Start ist, weil wir sehen schon, äh, die ETA Summon ist auch schon wieder da. Sollte die nicht eigentlich morgen kommen? Ja, gut. Man kann es halt nicht erwarten, ne? bis es das, bis das wieder auftaucht. So, jedenfalls, ähm, schauen wir einmal durch, was so alles war. So, hier haben wir jetzt alles. Eingesammelt erstmal. Ähm, ich hatte um die zwischen 40 und 50 ähm, Trainer hier drin. Die sind natürlich dann draufgegangen, als wir ähm, Blossom gelevelt haben. Also Blüte. Ja, da habe ich die natürlich dann für verwendet. Dafür nutze ich die dafür bilde ich die ja aus. Ähm, Testvideo zu ihr haben wir ähm, gemacht. War eigentlich sehr gut. Ich habe das Team jetzt noch. Äh, minimal verändert, geschwindigkeitsmäßig. Und zwar habe ich jetzt Kulavo rausgenommen und den weißen Hasen rein. So, das heißt, das ist jetzt schnell, Mittel mit Kostüm und äh, sehr schnell. So, und das, äh, ich habe ich, hab, ich hab noch nicht viel mit dem Team gespielt, muss ich fairerweise sagen. Ähm, mein Problem war ja, Horus ist zuerst an, dann kommt Leonidas, dann kommt wo. Die sind alle nicht gleichzeitig an. Jetzt will ich mal gucken. Ähm. Wie sich das hier verhält, ob beide mit sieben Steinen ähm, an wären. Müsste ich müsste ich testen. Habe ich noch nicht getestet. Ich habe sie gesagt, so erstmal nur umgestellt, noch nicht äh, gespielt. Werde ich noch äh, ein, zwei Matches machen, um so ein Feeling fürs Team zu kriegen, bevor ich das im Krieg nehme. Ja. Und dann wäre das Team so erstmal good to go. Ja, das müsste man einfach mal schauen. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich. Ähm, einen schnellen Supporter hier noch drin hätte. Ja, also ich habe ja eine zweite Garnett. Das wäre jetzt so, so eine Sache, weil Garnett ja auch Immunität macht, was sie ja nicht macht, ne? Dass man dann vielleicht äh, eine zweite Garnett level, dann den Ritter austauscht und dann hat man Garnett und Blüte zum Beispiel zusammen. Das wäre eine Möglichkeit. Hm. nee da werde ich Garnett definitiv nicht rausnehmen. Ja, muss ich mal gucken. Das ist jetzt so ein bisschen erstmal wieder so eine Findungsphase von einem Team. Gucken, was, was passt am besten. Sind die zwei mittleren Supporter vielleicht zu langsam? Ich meine, ich habe hier auch zwei mittlere Supporter mit Ariel und Krampus. Das funktioniert ja eigentlich auch sehr gut. Also, na, muss, muss man mal gucken. Weiß ich noch nicht. Jo, dann dafür ins Level-Team ist wieder Cornell gerutscht. Ne? Den wollte ich ja eigentlich vorher machen. Dann habe ich Blüte gekriegt und, naja, kennst das Spiel ja dann immer. Er ist jetzt der nächste in Rot, aber aktuell level ich halt Eno äh, 252. Das geht ja relativ zügig. Wir haben ja auch noch ein paar Kostüme hier, die ja immer mal so reingetoolt sind. Da mache ich tatsächlich. Äh, die level ich äh, Farbtreuer rein, die Kostüme. Ja, also man sieht, ich habe äh, nicht mehr viel Rot. Ja, weil das äh, die Kostüme habe ich dann äh, auch in ähm, Blüte so ein bisschen reingetan. Also, ist ne? nicht ganz, ganz so verkehrt, sagen wir mal so. Äh, ja und ansonsten, wie gesagt, Aino ist jetzt als nächstes und dann äh, weiß ich noch nicht, wen ich als nächstes mache. Keine Ahnung, Ita wäre vielleicht mal eine Sache. Äh, sehr schnell mit Boni Entfernung. Ne? das Ita würde dann womöglich auch in ähm, das Hippo Team reinkommen. Ja, da könnte man, obwohl, ne, nee, eigentlich nicht. Das Hippo, dem ist das ja völlig egal, ob da ein Spotter ist oder nicht. Das, das brauche ich ja gar nicht. Müsste man gucken. Ähm, vielleicht löse ich auch irgendwie das Team hier auf, weil ich habe nämlich festgestellt, ein PvP habe ich verloren, weil ich, nee ich habe ihn gewonnen. Ich habe ihn gewonnen. Das war gegen Hurricane, aber das Ding war halt einfach, ich habe extra Steine in Hurricane reingespielt, damit der auslöst, solange der Spot hier ist. Aber es war ich konnte noch nicht mal so viele Steine reinspielen. Und er war dann geladen, eine Runde nachdem der Sport auslief. Also nach den drei Zügen. Und wären die vier Züge geblieben, wie es ja vorher war. Dann hätte es gepasst. So, ähm, ja, hat er ausgelöst. Ich habe dann einen Match noch gemacht und hatte eine 15er-Kombo und Hurricane und zwei andere waren tot und alle meine Helden waren geladen. War total albern. Ja, deswegen habe ich es gewonnen. Aber da habe ich halt auch in der Offensive gemerkt, mh, ja, es ist halt nicht mehr ganz so einfach. Mit so einem Drei-Runden-Spotter, ne? Gegebenenfalls ähm, könnte man dieses Team vielleicht auflösen. We weiß ich noch nicht. Müsse, müsste man mal gucken. Ja. Das ist mal hier äh, zu Teams, Leveln, wie auch immer. Ein, Krieg ein Kriegsgegner ist mir ähm, wieder interessant. ja, Einer der, der gängigen im Moment, die wir immer mal wieder kriegen. Äh, bin, ich, bin ich gespannt, wie das laufen wird. Im Moment ist noch zu früh, um irgendwie was... Äh, sagen zu können. So gucken wir mal rein. Ähm, ich, ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass meine äh, Preise jetzt hier günstiger sind, weil sich Android an äh, Apple angepasst hat. Ne? Ja, aber das ist mir halt nicht wert. Nein. nein, nein. So, was haben wir hier? Heldenkapazität immer eine super Sache ist mir, aber eigentlich schon zu teuer, wenn ich ganz ehrlich bin. Habe ich eigentlich nicht unbedingt Ambitionen drauf. Vielleicht, weil Karneval der Götter ist, könnte man überlegen, hier ähm, was zu tun. Aber ich habe eigentlich, da habe ich jetzt auch nicht so wirklich Bock zu. Also, müssen wir gucken. Ähm, hier haben wir noch äh, das, das können wir nehmen, das ist gratis, ja, hippie. Hi, hi, hi. An den kaliwala schub ähm, Was ist da nochmal alles drin? Meistertrainer, Meistertrainer, epische Heldenmünze, Truppenmünze, Packmünze, Super Elementar, unerzählte Geschichten, Beutetickets. Giftpfeile. Hm. Giftpfeile. 21. Naja. Ah ich jetzt nicht unbedingt in der Situation, dass ich sie bräuchte. Ne? Aber gut, ist ja in Ordnung. Ähm, die Gratis-Dinger haben wir hier auch eingesammelt. Nicht vergessen, hier gibt es auch nochmal Gratis-Dinger. Ja, also da immer dran denken, aber. Man sieht ja hier auch eine 1 drüber. Da wird man schon drauf kommen. Ne? So, Wege. Habe ich noch nicht gekauft. Werde ich noch kaufen. Äh, sieht soweit erstmal alles gut aus. So weit, wie ich im Moment kommen konnte. Hier hätte man jetzt noch weiterkommen können, aber so viel habe ich halt auch noch nicht beschoren. Äh, Weg der Riesen, auch alles durch. Gut, easy. Kein Problem. Wo sind wir denn da schon gelandet? Bei den Super Elementarmünzen. Okay, und hier sind wir schon bis hierhin gekommen. Okay, wir stehen kurz vor den unerzählten Geschichtenmünzen. Okay. Ähm, Quests. Jo, alles abgeschlossen. Herausforderung steht bevor. Können ja. wir noch mal eben einmal ganz kurz gucken. Wen es interessiert. Nehmen wir mal den hier. Ähm Weißt du, da ist auch die Eta Summon eigentlich für Montag angepeilt. War gut. Aber Herausforderung. Ist ja der Kalender, stimmt gar nicht. Was soll denn für eine Herausforderung da sein? Wenn du mal guckst. Da steht ja keine, da ist ein Kostümkammer. Das ist ja keine Herausforderung. Das wird ja nur, wurde ja noch nie so gemacht, warte mal. Da gucken. Da ist auch nichts angegeben. Was ist denn da jetzt die Herausforderung? Oder, nee. Taverne, äh, Quatsch, Taverne. Dingens wird doch nicht so angezeigt, Kostümkammer, oder? Aber ja, gut, lassen wir uns überraschen. Vom ja. aus. gucken wir uns das an. Mal gucken, ob wir noch einen anderen Kalender finden, wo das vielleicht äh, zugänglich ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Dann, dann lassen wir uns da mal überraschen. So, das haben wir hier eingesammelt, die Truppen. Äh, ein Turnier gucken wir uns gleich an. Achso, ja, hier die Seite haben wir noch. Nichts gemacht, ne? Ja, ja, gesagt, ist jetzt nicht so. Relevant für mich hier sind immer noch die 160 Münzen, die eine Beschwörung, auch wenn Teti Sherry da ist, aber ich habe im Moment ähm, genug Sachen, die ich machen möchte. Da spare ich mir das wirklich auf, die Beschwörungen und Angebote kaufen für ähm, gezielte Portale. Ich könnte jetzt natürlich, natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, ich äh, will aber die Juwelen haben und äh, heb dann die Münzen auf. Ja, wunderbar. Es gibt so viele Portale, dann kaufe ich lieber in dem Portal, wo ich dann auch konkret in dem Moment auch beschwören möchte und hole mir dann da die Juwelen. Ne? Also, das wäre jetzt so eine Sache hier, ja, man kann ja immer mal wieder Juwelen auffüllen und dann so aber das läppert sich und das ist gar nicht mal so wenig dann. Ne? Deswegen, da sollte man auch immer, immer aufpassen. Hier mal 35 Euro, da mal 35 Euro und dann nochmal und dann bist du schon bei 100 Euro, über 100 Euro. Gar nicht mal so gut, ja. Deswegen ähm, auch Münzen dann aufheben, also kaufen, um die Münzen dann aufzuheben für, wenn Season 5 Kostüme kommen oder sowas. Das äh, ist halt auch schwierig, ne, weil es halt so viel ist. Wenn wir jetzt tatsächlich nur in Anführungsstrichen, ich sag mal, zwei Portale oder drei Portale im Monat hätten, dann könnte man sagen, yo. Um an Juwelen und an diese Münzen ranzukommen, macht es schon Sinn, dann äh, dreimal 35 Euro auszugeben. So, dann hast du bei jedem Portal, sag ich mal, dieses, dieses Angebot geholt, hast Weltenergieflaschen, hast Münzen zu dem jeweiligen Portal und Juwelen. Alles gut. Ja, aber es kommt ja gefühlt, wenn das ausläuft, kommt der neues Portal, wo genau die gleichen Angebote sind. ja, Das, das ist halt schwierig. Und äh, deswegen, ähm, ja, lassen wir das erstmal. So und fokussieren uns wirklich nur auf die Portale, die interessant, ja ähm, wirklich interessant sind. Ja, das braucht auch keiner. Das sieht mir viel zu teuer aus, jetzt mal ehrlich. 8 Euro für 2, 5, was ist das, wie viel kannst du damit beschwören? 2. Hier übrigens, ne, kannst du ja merken, 41 haben wir. Also, 2, 4, 9, ja, nee, 2, 4, 7. Ja, 2, 4, 9. 2, 4, 7 Beschwörungen. 7 Beschwörungen für 8 Euro. Ja, gut, ähm, ist normaler Preis eigentlich, so, ne? Naja, brauchen wir auch nicht. So, was haben wir hier? Das brauchen wir auch nicht. Buch der Taktik. Da ja, haben wir noch 12 Stück, das passt das ist. Ja, da gibt es nur einen Wappenrock. Also wenn, dann würde ich da wirklich, wenn es um Materialien geht, wirklich da, wo, wo drei Wappenröcke oder drei Pfeile oder Ringe oder sonst was verfügbar sind. Ne? Gut, also hier werden wir äh, definitiv äh, heute nichts kaufen. Die haben wir, genau, die haben wir eingesammelt. Gut, äh, machen wir mal eben einmal die Kisten. Ich habe gestern übrigens einen Goblin-Ballon äh, recycelt. Das war so normaler mit diesen grauen Kisten. Ich habe ja noch nie einen Goblin-Ballon gekauft. Ne? Und da wollte ich dann nicht unbedingt mit einem mit einem anfangen, wo nur graue Kisten drin sind. Und das war beides auch. Schlecht. War nichts. Jetzt gehen wir hier hin. Endlich können wir Ich habe es ja aus Versehen eingesammelt, eine Sache seitdem habe ich das da die ganze Zeit rumliegen also es war ich habe hier aus Versehen eine Sache eingesammelt ja war dann ich glaube, stabiler Schildwasser oder sowas also auch nichts nichts weltbewegendes hier kriegen wir eine Damaszener Klinge okay haben wir 17 Stück wir haben 12 Bücher das ist natürlich ein kleines äh, Ungleichgewicht ne 12 Bücher 17 von denen da habe ich es immer so gemacht dass ich dann die Damaszener Klinge reingetan habe weil ich kann ja wenn ich kein Buch habe Bringen mir die Damaszener Klingen auch nichts. Deswegen habe ich immer geguckt, dass Damaszenerklingen Klingen und Bücher gleich sind. Also würde ich jetzt wahrscheinlich im nächsten, äh, wenn ich das nächste Mal mache, in Damaszener reinwerfen und dann hoffen, jo, kommt ein Buch, Fernrohr oder ein Wappenrock warum? rum. Ja, machen wir jetzt nicht, aber so vom Prinzip her. Oder halt auch ein Buch der Taktik. Buch der Taktik wäre natürlich am angenehmsten, damit wir das einigermaßen alles ausgleichen können. Das war eine klare Angelegenheit. 687.300. Alles klar. Das ist auch eine klare Sache. 227.700. Gut, hier war wenigstens ähm, klar, was wir, was wir nehmen. Das ist schon mal gut. Okay. Ähm, das haben wir auch. Wir haben uns das hier alles angeguckt. Ähm, ja. Wie, wie sieht es hier aus? Ähm, Beschwörungsmäßig, hier warten wir jetzt die 14 Tage, bis es neu gemacht wird. Da ist keiner mehr drin, wo ich jetzt sagen muss, den muss ich unbedingt haben. Ich könnte noch mal gucken, ob man, mich ich noch mal los brauche, aber ich meine, ich, ich habe ja einen gelevelt und einen habe ich sowieso noch. Und ähm, ich meine, ein Monat zählt von vor drei Jahren. Ähm, na, selber. Die Sandra habe ich auch brauche ich keinen, können wir warten. Ähm, ja, hiermit warten wir auch bis äh, zur zweiten Runde. Ne? Dann beschwören wir da. Hier haben wir wieder ein paar Münzen, aber die heben wir auf für ähm, Halloween. Wir haben im Endeffekt Ukonen gekriegt, wir haben Aino Kostüm gekriegt, wir haben Miliki gekriegt, das war das Wichtigste. Und wir haben noch zwei ihn gekriegt. Also war eigentlich sehr gut. Die einzigen, die ich noch gerne gehabt hätte, wäre Louis aber ja, das ist wie es ist ja. Da, ich, ich hatte genug Glück hier in diesem Portal. Deswegen machen wir machen wir dann Halloween. Ähm, ein Cooler, wo wie gesagt, den nutze ich sowieso nicht mehr so viel, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich schade, aber ja, er ist immer irgendwie zu spät dran. Ja, das ist das Problem. Louis. Mittel, ja, wäre, wäre im Rush gut, aber da habe ich Fortuna als Dispeller. Und den weiß ich halt auch nicht so wirklich, ne? Er wäre geil für event Türme und sowas, aber da ich da sowieso nicht so ähm, ambitioniert bin, ist das auch nicht so wichtig. Leute, die jetzt wirklich äh, Turniere und äh, Events und Türme und sowas alles machen wollen, für die ist er natürlich geil, ne? Das ist halt ein 5-Sterne-Wilbur. Ähm, extrem gut. Ja, um dann halt den geteilten Schaden zu machen und dann schnell zu killen und sowas. Auch bei Legendär in den Events ist ja ganz geil. Aber wie gesagt, für mich ist es nicht so, dass ich jetzt sagen muss, Jo, jetzt muss ich die 33 Münzen noch nehmen, weil ich will unbedingt Ilmarinen. Ne? So ist es nicht. Und äh, ja, Season 5 habe ich ja gerade schon gesagt. Gut. Ach so. Ähm, Wer es äh, gesehen hat, wir haben ja schon. Wir haben ja bei der unerzählten Geschichtebeschwörung haben wir ja schon den äh, Monatshelden gekriegt. Für die Leute, es wurde ja mal gesagt, ich soll das dann mal in der, in, der, in der Bildaufnahme zeigen. Solche Bilder suche ich ja dann auch immer für die Thumbnails. Ne? Ähm, ja, so sieht er aus, der Zentauren-Eismagier. Für diejenigen, die das interessiert. Und wir haben halt rausgefunden, warte mal, wir gehen mal eben auf die, auf die volle Ansicht. Dass das wahrscheinlich so ist äh, wie bei Kufu und äh, bei, bei den anderen, die diese Art von Fähigkeit haben. 380 bei allen. Ja, weil der halt durch alle durchgeht, also 380 bei allen. Das ist natürlich dann ganz nett im Rush vor allen Dingen. Ja, und das kam auch noch. Das wurde in den Kommentaren geschrieben. Auch ein guter Einwand. Ähm, Türme und gegebenenfalls auch Events. Ja, wenn man in Events mit Blau spielt. Ähm. Aber in erster Linie bei Türmen halt zum Beispiel, wenn man dann halt, wenn es darum geht, halt viel Schaden zu machen. Und da in den Türmen sehen wir ja auch ganz häufig Kufu. Ja, oder zwei Kufus sogar. Aber da wäre natürlich Ariax auch nicht schlecht. Ja, das habe ich glaube ich in der Stelle dann da vergessen. So, gucken wir, ähm, was bei mir so rumgekommen ist. Aber zum einen ähm, Ringe beim Titan. Ja. Also B-Stufe, B-Loot-Stufe war sehr gut. Und nicht nur einmal, sondern auch zweimal. Episches Buch der Erfahrung. Ja, also das, das war, war in Ordnung. Kann ich, kann ich sehr gut mitleben. Dafür, dass ich äh, gefühlt davor von den letzten 50 Titanen vielleicht ein, zwei Mal was gekriegt habe, war die Woche eigentlich sehr erfolgreich im äh, Vergleich zu sonst. Ne? Dann haben wir noch eine mystische Vision mit 30 Emblemen. Ist auch immer eine ganz äh, schicke Angelegenheit. Kommt immer sehr unerwartet so. Ne? Manchmal hast du auch ein Juwel und ein Emblem. Aber meine Highlight-Dinger sind wirklich immer einmal Gegengifte, einmal Heilung, äh, einmal Gegengifte, ein Diamant oder sowas. Oder einmal Heilung und ein Diamant. Ja? Und dann, ja, wir hatten den, äh, den Turm noch. Ne? Den Zaubererturm. Habe ich am Ende bei äh, 2266 den Platz abgeschlossen. Wie immer. Ja, also. Ich, ich bin da einfach immer drin in dieser Belohnungsstufe. Auf mehr habe ich keinen Bock, weil irgendwie, ich, ich mache den Turm ja immer nebenbei. Ja, sei es, dass ich da bei YouTube gucke, sei es, dass ich da bei Film gucke oder so. Und manchmal ist es halt auch so, das passiert mir eigentlich notorisch in irgendeinem Level, wenn ich schon einige gespielt habe, schalte ich halt irgendwie ab und gucke dann den Film und merke dann nach einer Minute, oh Jo, das läuft ja noch. Ja, hast ganz vergessen. Weil, ich dann, weil dann der Bildschirm dunkel wird und dann gucke ich drauf, oh Scheiße, das läuft ja noch. Also ein, ein Level vergeige ich immer mindestens komplett. Also wirklich komplett. Ne? Weil es mich halt einfach auch nicht juckt, wenn wir mal ehrlich. Äh, Embleme als Belohnung zu kriegen. Ich weiß ja nicht. Ja. Das ist halt, diese Türme sind halt reine Ego-Dinger. Ja, für Leute, die halt äh, sich da profilieren möchten. Oder halt auch wirklich. Soll es ja auch geben, die halt auch wirklich Bock dazu haben. Ja, das ist ja, ist ja jedem selbst überlassen. Aber in der Regel steht diese, äh, diese, dieser Item-Einsatz, den man da macht, in keiner Relation zu dem, was man am Ende rauskriegt. Ja, das, also, ähm, das ist genauso wie bei den Events, ne? Das ist alles Prestige, ähm, weil so viel Zeit, Items, Weltenergie, Refills, also Juwelen, die Leute da teilweise aufbringen und einsetzen, das steht in keinem Verhältnis dazu, was sie am Ende rauskriegen. Wenn sie dann per Angebote die Materialien, die sie gewinnen würden, kaufen würden, dann sind sie deutlich, deutlich günstiger dabei. Ja, aber es ist halt dann der Avatar, es ist dann, man hat das Event gewonnen und so. Jeder hat seine Ziele. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber ist halt absolut nicht meine Welt. Habe ich auch null Interesse dran. Ja. Und dann äh, war es das tatsächlich auch schon. Dann haben wir noch das Turnier. Aber wir haben ja gesehen, ich bin Top 5 gelandet. Äh, eine epische Heldenmünze, 50 Wappen. Äh, zwei Dünenmünzen, da bin ich ganz besonders stolz drauf. Ja? Und, ähm, dann drei -Sterne und dann ein 3-Sterne Eisether. Und dann geht es weiter mit 3 Sterne Feuer, 4 Sterne Eis, 4 Sterne Grün und ein roter 5 Sterne. Also, die letzten drei Turniere. Soweit ich das weiß, habe ich immer einen 5-Sterne-Ether gekriegt. Und jedes Mal war es ein roter. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Aber ich glaube, die letzten drei 5-Sterne-Ether, die ich gekriegt habe, das waren wirklich rote. Ja, auch wow, ein bisschen doof, ne? Und hier kriege ich wieder Blau und Grün. Ich bräuchte aber lila. hat auch so ein Problem. Aber naja, das ist. Äh, nicht dein Problem, das ist mein Problem. Da kann ich, habe ich. Ist es halt so, ja? Äh, was soll ich tun? Ähm, hier können wir nochmal eben einmal ganz kurz Blossom abholen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Da bist du. Okay. So, wir sind jetzt aktuell bei 349 gelevelten Helden. Ja, Eino wird dann äh, 350 werden. Ja, wie viele Fünfer ich jetzt insgesamt habe, weiß ich weiß ich gar nicht. Viele. Also ich habe über 100 auf jeden Fall. Weiß ich? Sollen wir einmal zählen? Bei mir ist das. Ja, können wir einmal zählen? Wir zählen aber nur ähm, Standard, ne? Also nicht Kostüme noch als weiteren Fünfer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 114 Fünfer, da sind aber nicht die Doppelten bei. Also ich habe ja zweimal Kobalt, zweimal Grimble, ne? die die haben wir jetzt nicht dabei, zweimal Janas, also ähm, 114 unterschiedliche Fünfer habe ich gelevelt. Und dann kannst du jetzt noch da die, die paar Doppelten, die ich da drauf habe, also bewegen wir uns so zwischen 115 und 120 Fünfern. Im Verhältnis zu anderen ist das ein Witz. Ja. Manche sind schon an, an 200 dran oder sowas. Aber mit denen messe ich mich halt auch nicht, weil die haben halt auch hier mehr Pinke-Pinke. Ne? Okay. Ähm, dann haben wir alles bis auf die Turnieraufstellung, richtig? Ja. Gucken wir rein. Jetzt, jetzt, müssen, wir, jetzt müssen wir vernünftig arbeiten. Durma. So ja, müssen wir vernünftig arbeiten, sagt er. Oh, dann kommt Sturmangriff. Fünf Sterne, alle Farben. Ja, geil. Okay. Ähm, wie machen wir das denn? Spielen wir mit Carlo und Mutter Nord oder spielen wir mit Dispel und Carlo? Ich glaube, wir spielen mit Dispel und Carlo. Hm. Alle Farben erlaubt. Ich hole erstmal Carlo. Na hier, die ist ja schon. Hier sind zwei, zwei Grimbles. Und auch sonst habe ich ja, ich habe ja drei Panther, also zwei, zwei gelevelt. Ja gut, der eine ist noch nicht gelevelt. Also Panther auch doppelt, ne? Kobalt doppelt, Majana doppelt, Grimble doppelt. Ähm also wir, wir bewegen uns zwischen 115 und 120 vollen Fünfern. So, lass mich mal überlegen. Doch ein Ludwig so, müssen wir schon mitnehmen. Ich habe ich hab kein, hab leider keinen Platz für eine Herrin. Ich würde gerne die Herrin mitnehmen, aber ich habe da keinen Platz für. weil ich spiele mit ihm Spiel wieder mit der mit der lila mit dem lila Block da und mit ihr da war das Ding ist. es jetzt mal überlegt wenn ich ein Wenn ich Mana-Kontrolle mitnehme, gegen dieses Team. Ja? Wenn ich. Wer, wer, wer ist dann unangenehmer, wenn er auslöst? Als Tank? Grifex oder Aramis? Wenn Aramis auslöst und ich dann meine Steine. Also, ne, man muss jetzt davon ausgehen, wir müssen jetzt. Wir kriegen unsere sechs Steine, aber der Tank wird auslösen. So, Aramis löst aus, dann ist Immunität drauf. Bringt uns unsere Mana-Kontrolle, zum Beispiel Alfrike, nichts. Wenn aber. Wenn wir Griffix triggern, dann klaut er uns Mana und gibt Verbündeten auch Mana. Das darf man ja nicht vergessen. Wenn aber, er reduziert ja auf 50%, wenn ich aber dann noch ein Dreier-Match irgendwo habe, dann kann es sein, dass ich meine Helden wieder ankriege, bevor Griffix erneut auslöst. Wenn ich Glück habe, trigger ich auch keinen Ludwig oder keinen Carlo oder keinen Aramis dann. Und dann könnte ich meine Mana-Kontrolle feuern. Das heißt, eigentlich vom Prinzip her, da ich im Kriegen immer nochmal Griffix als Tank spiele, würde ich jetzt wahrscheinlich mal Aramis ausprobieren. Wie das mit Aramis funktioniert. Und Griffix können wir ja immer noch mitnehmen. Den kann man ja theoretisch als Blanke stellen. So, jetzt würde ich mich angreifbar machen für Gelb. Klar, aber im Endeffekt kommt es ja eigentlich darauf an, ähm, kriegst du die sechs Steine, ja oder nein. Ne? Sind wir mal ehrlich, wenn mich jetzt einer angreift, der äh, sagt, ich gehe da mit Rot rein, ich nehme Ilmarinen mit, ich nehme den Wächtergorilla mit und ich nehme Kufu mit. Er geht gar nicht mit Gelb, rein, sondern mit Rot. Dann kriegt er sechs Rote, macht ilmarinen an, zack, alle haben den geteilten Schaden, feuert Kufu durch, alle so gut wie tot, der Gorilla übernimmt den Rest, bumm, zu Ende. Das ist ein Kampf von 15 Sekunden, je nachdem wie schnell er die sechs Roten connected kriegt. Er, ja? Also macht es da nicht wirklich einen Unterschied, ob man jetzt da drei Lila in mit hat oder nicht. Das gleiche, natürlich mit Gelb. Ähm, da hat er dann den Luxus theoretisch, wenn er mit Gelb reingeht. Dass er dann einen halt vielleicht sogar killen kann, wenn er sieben Steine drunter kriegt, ein Vierer- und ein Dreier-Match direkt unter Aramis. Ähm, aber das würd man, man würde wahrscheinlich sowieso gelb spielen, wenn es ja nicht verboten ist und man es hat, wenn man gegen lila Tank spielt oder gegen zwei lila. Ne? Ne? Ähm, deswegen würde ich das wahrscheinlich, ist mir das glaube ich gar nicht mal so wichtig, ob da jetzt. Um, drei Lilane stehen oder nicht. Wir werden übrigens mit unserem mana Kontrollteam team wieder spielen, ne? Also wir werden Ludwig, Griffex, Herrin mitnehmen. Wir können sie alle mitnehmen. Also werden wir das auch wieder so spielen. Das hat uns das letzte Mal in 25: 0 gebracht. Also ne, das wird das, das Angriffsteam wird höchstwahrscheinlich wieder so aussehen. Ähm, von mir aus, von links nach rechts. Fortuna, also, Dispell, also ein Dispel, also ein Dispeller ja für die Alpha-Spotter. Dann entweder Loki, wenn wir irgendwie was äh, kopieren wollen. Alternativ zu Loki wäre Aramis. Ja, also die, die variieren, also Dispel, Loki oder Aramis. Und dann haben wir die Herrin Ludwig Griffix. Herren Ludwig Griffix, die sind fix. Und die anderen beiden werden wir sehen, was da warum kommt. Aber so wird die Woche wieder laufen. Also, freue ich schon mal drauf. Wird immer das Gleiche sein. <laughs> uh, was man überlegen könnte, macht, naja, sie macht, entfernt Boni von allen Gegnern. Oh. Ein krassen Heiler, wenn er denkt, er hätte uns äh, fertig, uns, uns uns besiegt und dann kommt Blüte um die Ecke, er hat Griffix. Ja, das ist halt schon, das ist halt schon viel Heilung. Ja? Also sie kann widerstehen irgendwelchen Effekten, wenn irgendeiner ankommt und sagt, yo, ich feuer mal einen Bubbles drauf oder sowas, kann sie widerstehen. Sie entfernt Boni von allen Gegnern, das heißt, es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn sie auch links von Aramis stehen würde, wenn jemand mit einem Spotter kommt. Reicht auch nur ein Strauchbär oder sowas. Dann bräuchte ich aber keine Fortuna, ne? Die würde den Spot von Fortuna einnehmen. Da ist jetzt halt die Frage. Wer ist da unangenehmer? Die ist halt schnell, ne? Und sie kann ausweichen. Da habe ich das dann doch lieber Fortuna drin. Auch wegen dem Attackdown. Ja, ich glaube, ich lasse Fortuna. So. Ja. Ja. So gehen wir rein. Okay, so machen wir es. Gut. dann also sind wir durch. Dann, ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, macht's gut. Beziehungsweise 17 Uhr Livestream. Ne? Denkt dran. Und dann äh, sehen wir uns. Also, macht's gut. Ciao, ciao.